Diese Drohne kann Leben retten. An der Technischen Universität in München haben Studenten eine Defibrillator-Drohne entwickelt, die bei Kammerflimmern oder Herzinfarkten zum Einsatz kommen soll. Der Vorteil der Drohne? Sie ist im Schnitt doppelt so schnell wie ein Krankenwagen und wäre vor allem in ländlichen Gebieten ein praktisches und unter Umständen lebensrettendes Werkzeug. Ein Krankenwagen braucht durchschnittlich in Deutschland 9 Minuten, bis er zu einem Einsatzort ist, also die Hilfsfrist beträgt 9 Minuten. Die Überlebenschance bei 11 Minuten Hilfsfrist sind 11%. Und auf dem Land braucht ein Krankenwagen noch viel länger als 9 Minuten, eher 11 bis 15 oder noch länger. Durch die Drohne würden wir dann die Hilfsfrist auf 4 bis 5 Minuten verkürzen können. Also der Krankenwagen kommt natürlich trotzdem, aber dadurch ist der Defibrillator deutlich früher am Ort und kann deutlich früher eingesetzt werden. Dadurch könnten wir dann auch die Überlebenschance verdreifachen. Die Drohne ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt. 58 Studenten aus 21 Ländern und 8 Fakultäten der Uni arbeiten seit einem Jahr zusammen an ihrer Entwicklung. Wir haben von Chemie, wir haben Physik, wir haben aus Management von BWL-Studenten, wir haben Maschinenbaustudenten, wir haben Luft- und Raumfahrtstudenten, wir haben Elektrotechnikstudenten, wir haben Informatikstudenten, also wir haben fast hier alles abgedeckt, was ein großes Projekt braucht. Das Besondere, die Drohne startet senkrecht und kann damit von überall aus in die Luft gehen. Hat sie eine Höhe von ca. 50 Metern erreicht, starten die Motoren an den Flügeln und die Drohne fliegt weiter bis zum Einsatzort. Dort geht sie in einen Schwebemodus und lässt den Defibrillator an einem Seil hinunter. Der Defibrillator kann dort, wenn er per Seilwinde zu Boden gelassen worden ist, mitgenommen werden, von zum Beispiel einer dritten Person oder von einem mobilfunkaktivierten Laienhelfer, der gerade vor Ort ist. Denn die Herzdruckmassage beim Patienten darf nie unterbrochen werden, um den Defibrillator zu holen. 6 Prototypen der Drohne wurden von den Studenten im letzten Jahr entwickelt. Jetzt werden sie auf einem Modellflugzeugplatz in München getestet. Das ambitionierte Ziel der Studenten: Ende Dezember soll die Lebensretterdrohne fertig für ihren Einsatz sein. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.